Und wieder raus damit. Und hoffen, dass da schön unser Zielfisch reingeht. Heute geht's auf arktische Maräne. Und die arktische Maräne ist gerade auch mal wieder als Kaffeeauftrag drin. Deswegen lohnt es sich mehrfach. Ja, schon seit ein paar Tagen läuft die arktische Maräne hier ganz gut. Es wurden sogar schon Trophys gefangen auf Grund. Auch nicht schlecht. Der Mathis Berlin hatte hier schon seine Trophy gefangen. Tatsächlich auf Grund. Kann man machen, aber was natürlich deutlich besser läuft, ist auf Pose. Und ich teste jetzt hier gerade mal wieder, ob das Ding immer noch läuft. Eine ist gerade schon wieder direkt wieder reingegangen. Und ich habe jetzt gerade das Setup noch mal ein bisschen umgeändert. Ich habe jetzt gerade auch noch mal einen Schnurclip reingemacht, wobei ich mir damit noch nicht so ganz sicher bin. Wir wissen ja, Schnurclip sorgt dafür bei der Matchroute und der Matchmontage, dass der Köder nach oben geht, quasi direkt oben unter der Pose hängt. Und an für sich war ich hier auf 1,20 Meter. 1,20 Meter Tiefe unterwegs und da hat das ganz gut geklappt. Und ich glaube, das ändere ich auch direkt wieder zurück, denn auf 1,20 Meter so lange Vorfächer kriegen wir so nicht hin. Also machen wir den Schnurclip einfach wieder raus und dann locker auswerfen und treiben lassen. Warum jetzt so grob in diese Richtung? Weil die Einschläge am ehesten gekommen sind in dieser Area. Also deutlich mehr eben hier so in diesem Bereich. Da waren eher so die Einschläge von der arktischen. Und deswegen einfach da immer wieder hinwerfen. Sonst kann man natürlich auch einfach hier gerade auswerfen und hier so in dem Bereich testen. Aber wenn dann die arktischen halt in der Area doch dann einschlagen, ja, dann werfen wir doch dahin. Dann scheint die da hinten ja irgendwo zu sein. Jetzt heißt es bloß testen, in welcher Tiefe. Ich fange jetzt hier gerade an mit 1,20 Meter, werde vielleicht gleich noch ein bisschen variieren. Dann geht eine ein bisschen flacher, eine geht vielleicht noch ein bisschen tiefer. Und dann wieder ausprobieren und testen, wo was reingeht, wann was reingeht. Na, haben wir hier die nächste. Ne, eine Pellet. Auch nicht schlecht. Pellet lohnt sich auch übelst. Da würde ich dann allerdings tendenziell eher auf dem Regenwurm zum Beispiel mitnehmen. Also oder eine Köderkombi, aber immer schön auch einen Wurm mit dran machen. Und da ist direkt die nächste. Komm ran. Ach, nicht mehr gehakt. Also Bügel wieder auf, weiter treiben lassen und raus damit. Apropos Maräne. Guck mal hier, Alter. Die kleine sibirische Maräne ballert hier auch übelst noch rein. Fast 800 Gramm hier schon drin gewesen. Also auch das lohnt natürlich. Natürlich, ach, die haben wir noch gekriegt. Das lohnt natürlich, wenn man eben hier die kleine sibirische Maräne haben will. Oha, jetzt habe ich mich hier festgehangen. So, abstellen. Wie das? Komme ich hier weg? Nee, doch so. Und da hängt sogar was dran. Perfekt. Und wieder. Na, wenn da nicht bald mal eine Trophy reingeht. Das sieht auch schon richtig gut aus. Was war das? Das ist nice. Ich weiß nicht, was es war. Was war das? Ach, guck mal, hier ist die Pose. Lol, was war das? Interessant. Interessant. So, jetzt müssen wir hier mal schnell stoppen, damit das nicht so weit ewig wegtreibt. Und jetzt wieder raus. Okay, es fliegt. Ja, nicht schlecht. Also, hier einfach schön auf Masse gehen. Lohnt sich. Und dann, wie gesagt, gerade mit den Kaffeeaufträgen, da lohnt es sich halt nochmal mehr. Und mit den kleinen, gucken wir mal direkt rein hier, nach Preisen sortieren. Arktische Maräne an für sich lohnt sich auch. Allen, was hat er denn hier, ey? Nee, und keiner sagt mir das, ihr Lümmels. Da hätte auch mal einer was sagen können. Allen, dein Greenscreen, guck mal, wie das aussieht. So, besser. Mann. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, wo waren wir stehen geblieben? 15 Tacken, 15 Silber. Aber auch hier 14 Silber, 10, 7, 5. 5 ist noch okay. Fische mit 5 Silber, so im Durchschnitt, lohnt sich. Damit mal den Kescher voll machen, kann man machen. Gar kein Problem. Da sind halt immer noch ein paar Ausreißer dabei. Vielleicht ein paar, die ein bisschen kleiner sind. Wenn noch ein paar größere dabei sind. Ihr seht, mit 14 lohnt sich halt richtig. Also genau eine gute Stelle hier für
Okay, der ist fest. Für Posenangeln. Einfach allgemein Posenangeln. Ob das mit der Stippe ist, wobei das da hinten schon fast ein bisschen knapp wird. Aber ansonsten Matchroute, Bolognese-Route, da geht das richtig gut ab. Also schnell wieder auswerfen. Wie gerade schon gesagt, 1,20 Meter Tiefe. Wir gucken gleich mal eben hier am besten in das Setup rein, wie das denn hier gerade so aussieht. Also mit der oder mit einer der besten Routen im Matchangeln, die Rebellion Match, hier aber nur mit 7,8 Kilo ausgerüstet, Viererhaken, Steinfliegenlarve, Eintagsfliegenlarve in Kombination und hier das Ganze ganz genauso und jetzt heißt es aber auch wiederum ein bisschen variieren und testen, denn es gibt durchaus eben die Möglichkeit hier, machen wir mal hier Doppelsteinfliege zum Beispiel, vielleicht reagieren die da drauf ganz gut, also Doppelstein. Und hier machen wir mal Steinfliege und Borke. Oder machen wir mal einen Mistwurm. Komm, wir machen mal einen Mistwurm. Vielleicht kriegen wir da noch... Oh, guck mal, auf A1. Ja, ist schon was dran. Auch noch gehakt. Sehr gut. Prosopium. Sehr nice. Viel zu klein. Aber das Teil, wenn das hier drauf reingeht, da bleibe ich auch hier direkt stehen und teste weiter auf Prosopium. 1,20 Meter Tiefe, wäre natürlich sensationell. Auch hier auf dem Mistwurm, ich schätze fast mal eine schöne Pellet. Ne, ein Muxun. Wow, fehlt mir auch noch als Trophy. Ja Mann, mehr davon. Und hier wieder auf 1. Oh, schade, zu spät. Aber direkt wieder auswerfen. Muxun, auch gut. Steinfliege und Mistwurm. Ja, so kann das gerne weitergehen. Und so geht es hier halt auch weiter. Also, das ist einer der Top-Spots, die halt immer wieder funktionieren. Ich meine, auf der Map, man muss es, glaube ich, gar nicht großartig zeigen. Man spawnt ja quasi hier direkt. Einfach nur zum Anleger raus, auswerfen und gib ihn. Und wenn du hier mit einem kleinen Haken reingehst, 18er oder vielleicht 20er Haken runter, dann mit Fliege oder Köcherfliege oder mit Bremse, dann geht hier auch immer mal wieder der Tugun rein. Tugun auch super tricky und schwierig zu bekommen, der kleine Fisch. Aber auch das kann sich mal lohnen, das Ding. So, passt das hier? Weißt du was, ich mache nochmal eben kurz die Bremse dicht. Und dann gucken wir gerade nochmal kurz ins Café. Die Trophy mit 3 Kilo bei der Arktischen wäre natürlich richtig nice. Die ist gerade hier drin. Zusätzlich haben wir hier die 500er auch schon mit drin. Oh, da warte ich noch ein bisschen ab. Da habe ich ja noch genug Zeit. Tugun ist auch gerade drin und Arktische mit 3 Kilo ist drin. Nelma, naja, eher unwahrscheinlich, dass der reingeht auf Pose. Und für die Nacht, falls es in der Nacht dann ein bisschen zu boring, zu langweilig wird, in der Nacht, ja, das kriegen wir doch bestimmt auch hin. Gleiche Stelle zeige ich auch nochmal eben, sibirischer Gründling, Groppe, Tunguska, Rotauge. Hat auch die letzte Woche schon ganz gut funktioniert. Einfach hier vorne in der Area zum Beispiel dreimal die Grundroute, kleiner Haken, 20er Haken vielleicht, 15 Meter weit raus und dann laufen auch hier auf kleinen Setup in der Nacht die gerade genannten, also die Groppe und der Gründling und sowas, das funktioniert dann da auch ganz gut. Und so kann man auch hier ratzfatz noch ein paar Kaffeeaufträge machen. Öppala, jawohl. An der Tunguska. So, kleine Bodenränke nehme ich auch gerne mit. Aber jetzt ganz normal wieder auswerfen, ganz entspannt treiben lassen. Ich mache auch nur 2 Routen, kein Stress mit 3 Routen. Ja, machst du noch ein bisschen mehr Cash. Aber so, nachher ist das zu stressig. Siehst du, schön einen nach dem anderen. Dann läuft das doch. Zack, sibirische wieder. Okay, ja, ich mache jetzt hier weiter. Petri Lümmel, zieh raus die Brocken. Einfach mal testen. Hier ist eine Stelle, wo man konstant eigentlich immer gut Cash macht, solide Cash macht und dann einfach nur verschiedenste Köder testen, verschiedenste Würmer, Larven, alles durchtesten. Die Teige, ja, die Teige laufen jetzt vielleicht nicht so, aber alles, was so ein bisschen fleischig ist und wurmig und larvig ist, funktioniert hier. Petri, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.